Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Minecraft. Einige haben mich nun angeschrieben und haben gesagt, ey, das hast du noch gar nicht gezeigt. Und ich dachte, nun gut, ihr habt es vielleicht nicht gesehen. Es geht um die Pilzfarm, die sich hier im Haus befindet. Einige Leute kennen diese Farm schon, denn ich habe am Ende eines Livestreams diese einmal gezeigt und habe das erklärt. Andere wiederum haben diese gefunden und haben gesagt, ey, die hast du gar nicht erklärt, gar nicht gezeigt. Ich wusste gar nicht, dass sie existierte. Nun, als wir im Keller in unseren Livestreams und unserer Let's Play Redstone-Folge das hier gebaut hatten, unser Minigame mit den Minecarts, habe ich zwischen einer und der nächsten Folge viel Zeit gehabt und habe dann die Pilzfarm gebaut, die sich hier versteckt. Zunächst, ja, ihr habt richtig gesehen, hier laufen Creatures herum, also Mobs herum, und das hat was damit zu tun, dass ich die Welt nun auf Easy geschaltet habe. Ich muss das hier unten besser ausleuchten, dass hier nicht so coole Freunde wie du, Creeper, alles nachher in die Luft jagen, obwohl theoretisch müssten die nichts kaputt machen können, weil ich die auf Game 0 habe. Aber nichtsdestotrotz, dieser Keller hier ist nicht für euch gedacht. Das heißt, das muss hier besser beleuchtet werden. Die Pilze wachsen allerdings im Dunkeln und hier muss ich mir selbst einmal auf die Schulter klopfen, denn obwohl es in dieser Pilzfarm sehr, 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 sehr dunkel ist, spawnen hier keine Zombies, keine Mobs, also allgemein Mobs, weil ich ganz lange nachgedacht habe, wie ich das hier am besten beleuchte, sodass die Wege beleuchtet sind, die eigentliche Pilzfarm aber nicht beleuchtet ist. Wir sehen, hier sind keine Mobs. So, wie funktioniert die Pilzfarm? Pilze in Minecraft zu farmen ist eine, ja, Kuckucksarbeit. Also Pilze wachsen sehr, 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 sehr langsam in Minecraft. Jede halbe Stunde wächst nämlich nur ein Pilz. Und dann ist es halt nicht so, dass die alle in einer Reihe wachsen. Nein, dann möchten Pilze auch noch eine spezielle Wachsregel haben. Und zwar, dass immer nur Pilze in maximal 5er Gruppen wachsen und dann nicht mehr. Das heißt, wir sehen hier, das ist eine Pilzzelle. In der Pilzzelle haben wir hier den Hauptpilz. Und der Hauptpilz lässt dann hier normale Pilze wachsen. Und die können dann per Wasser runtergespült werden, wenn die gewachsen sind. Maximal 5, das heißt, einer von diesen Feldern bleibt leer. Und dann darf, wie gesagt, dass sie maximal 5 in Gruppen auftreten, darf, glaube ich, 5, 6 Blöcke dürfen keine weiteren Pilze sein. Deshalb müssen diese Farmen alle von der Höhe und von der Diagonale her möglichst weit auseinanderstehen. Wie dem auch sei, ich habe dieses Design ein bisschen rumexperimentiert, ein bisschen lange habe ich rumexperimentiert, habe herausgefunden, dass dieses Design bis jetzt am effizientesten ist. Dass ich Myzelenium hier als Boden benutze, ist nicht wichtig, das ist eher, weil es schön aussieht. So, und die Pilzfarm, die steuert sich über diesen Raum. Das hier ist eigentlich eine Automatik, dass wenn hier ein Pilz wächst, dieses System das merkt, aber irgendwie funktioniert das nicht. Irgendwie scheint der Bud-Switch in Minecraft nicht mehr so gut zu funktionieren. Früher war das möglich, dass ein Bud-Switch, einige von euch fragen sich jetzt, was ist bitte schön, ist ein Bud-Switch, nicht Bud, sondern B-U-D-Switch geschrieben. Kann ich vielleicht auch mal in einem anderen Video erklären, aber leider funktioniert dieses Design nicht. Das heißt, derzeitig muss man leider automatisch die Pilzfarm aktivieren. Ansonsten hätte man halt einfach die Automatik anlassen können. Die Pilzfarm aktiviert sich automatisch jede Stunde. So, aber wir können ja mal Folgendes machen. Wir drücken auf Farm starten und die Farm wird mit Wasser geflutet. Da. Genau, und die Pilze, die werden jetzt alle auf den Boden geschwemmt und da sehen wir, der Ertrag ist klein. Relativ klein. Wir sehen, das war's, gibt es noch ein bisschen mehr. Hauptsächlich rote Pilze sind gewachsen, braune fast gar nicht. Also, ihr seht, Pilzfarm lohnt sich nicht sonderlich. Das heißt, ihr müsst schon echt eine große Pilzfarm haben. Wenn ihr lang genug wartet, das heißt, wenn ich mehrere Stunden in dieser Welt baue und dann die Farm aktiviere, dann ist der Ertrag doch ganz ordentlich. Dann kann es auch mal über 2 Stacks, 3 Stacks an Pilze sein. So, die Pilze werden über einen Itemfahrstuhl an diese Stelle hier gebracht. Und ja, das ist der Ertrag unserer Pilzfarm. Ja, ihr seht, absolut rentables Design. Naja, immerhin, Kleinvieh macht auch Mist. Sagt man ja immer, vor allem auch hier im westfälischen Raum. Also, wir sehen, die Items werden in Minecarts reingekerchert, reichen sogar für einen Minecart aus, ist traurig. Und das Minecart bringt nun die Pilze zurück in unser Hauptlagersystem und hier werden dann die Pilze, jetzt muss ich überlegen, da, genau, in dieser Kiste eingeordnet. Und ja, ihr seht, die Pilze, die jetzt hier drin sind, sind tatsächlich nicht gecheatet, die sind tatsächlich gefarmt, denn die Pilzfarm habe ich nun ein wenig länger und ich denke natürlich immer mal wieder regelmäßig dran, die Pilzfarm zu aktivieren. Ja, das ist erstmal alles.
Ich werde demnächst noch eine Chicken Farm bauen. Gibt es noch irgendwas, was ich euch zeigen könnte? Momentan nicht. Also hier im Haupthaus hat sich auch nicht viel getan. Die Melonenfarm ist auch noch im Bau. Ich möchte, wie gesagt, ist noch so eine Chicken Farm geplant. Da bin ich gerade ein bisschen rumexperimentieren, wie man das Design am besten hinkriegen kann. Aber ja, ansonsten gibt es auch nichts Besonderes. Also, ihr könnt mich weiter unterstützen. Es gibt nächste Woche noch mehrere Videos zur Redstone World. Da könnt ihr euch nochmal drauf freuen. Und ja, Leute, bis bald und ciao.